So. Wohin gehst du nun? Tja. Das werde mich jetzt verwandeln. Ich weiß auch nicht, ob der Globo hier irgendwie in der Nähe ist. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, der ist im Zelt. Ich glaube, der ist im Zelt. Die hat seine die hat den Deswegen Globus. Kann ich mir den auch nie merken, weil der im Zelt drin ist. Ja, die sagt ja immer das Gleiche. Ach so, ja, muss ich die. Aber nee, nee. Wenn du dich gleich verwandelt hast, dann sag dir was. Ja, stimmt, das musst du lesen. Das werde ich lesen. Ich springe in ein Wumba-Becken. Wumba das nennen Kleinbus. Es tragen viele Münzen. Du betätigen 3D-Joystick, um zu bewegen dich. Und du drücken B, um zu hupen. Die Hupe ist das absolute Highlight in diesem Spiel. Ich werde auch gleich demonstrieren, warum. Also erstmal ist die dafür da, um diese Türen hier zu öffnen. Man hupt, um halt die eigentlich. Das ist die eigentliche Funktion. Aber es wie man das ja im Straßenverkehr kennt. Wenn man jemanden warnt, dann fährt man ihn halt einfach um. Du musst aber die Hupe gedrückt halten, damit du wütender... Geht das nicht? Nee. Oh mein Gott. Du hast ihn gewarnt, aber er... Er wollte auf. Nicht. Geh in Deck und die weichen sogar aus. Die versuchen es. Nein? Bezahl hier den Eintritt zum Feuer Furiosum. Hereinspaziert, der Eintritt ist bezahlt. Nice, ey, da trete ich auch gleich ein, oder? Mach ich einfach, ja, mach das mal. Aber Hauptsache, das geht immer wieder auf uns zu. Ja, warum? Weil ja, erklär's mir. Erklär mir den Sinn, damit man hier jetzt warten muss. Aber ist da nicht auch irgendwas zum Bezahlen? Ja. Naja, nicht. Nee, zum Bezahlen nicht. Ich kann übrigens als Auto hüpfen. Natürlich kannst du als Auto hüpfen. Das ist ein Lowrider, Alter. Ach so, du musst da nur rein, oder was? Kann ich eigentlich nicht laufen? Natürlich. Das ist ein gutes Auto. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich muss mich leider zweimal in das Ding verwandeln, weil ich kann nicht alles in einem Run machen. Geht nicht. Das haut nicht. Warum? Das war irgendwie mit den Scootern, ne? Ja. Ja, ich muss diese Automaten halt töten, weil die haben ja so eine Tickets gedroppt. Die brauche ich für was Bestimmtes. Hat der Affe nicht gerade schon geredet sogar? Versucht dir ja nur zu warnen, dass ich komme. Die versuchen auszuweichen. Nein, die sind mir ganz klar im Weg. Die sind dir vors Auto gesprungen, da kannst du gar nicht mehr. Ich kann da gar nicht mehr ausweichen, das geht nicht. Hier, guck mal, wie der in meinen Weg fährt hier. Viel zu spät zum Ausweichen. Ich glaube, der war immer blau. Ich hab 3 blaue in dem Level jetzt geholt. Ja, krass, ey. 3 blaue, Junge. Fetten ab. Ja, wo ist der? Ah, das ist jetzt die Frage. Ich würde Bahnhof vermuten. Da war der im letzten Run auch. Ja. Bahnhof fahre ich noch nicht, stimmt. Wo ist der überhaupt? Ja, auch da bei diesem... Wo ich die hohe Leiter hochgeklettert bin.
ganz hohe und dann auf dem schmalen Ding, da ist der Bahnhof. Ich glaube, ich nicht reingegangen. Da ist doch die das Luftschloss, Palisaden-Ding. Oder bin ich gerade falsch? Ja, du bist falsch. Ich bin falsch. Kennst dich nicht aus in meinem Leben. Kennst dich nicht aus. Tut mir leid, ey. Ja, hoffentlich. Irgendwann spielen wir nochmal mit getauschten Leveln, ey. Das ist so witzig. Dann kenne ich, dann habe ich wieder so 5 Stunden für ein Level oder so. Spielzeit, Alter. Weil ich deine Level überhaupt nicht kenne, ey. Aber du hier kennst ist das. Meine. Hier. Ach so. Da ist auch das Inferno, ey. Hm. Hey, kannst du mich lesen, Felskopf? Alle Nahrungsmittel müssen innerhalb des Vergnügungsparks konsumiert werden. Das ist nicht fair. Natürlich ist das nicht fair, aber bitte versuch's nur. Du wirst schon sehen, was passiert. Ja, na klar. Blub. Mampf. Alles in Ordnung, Kleiner? Du siehst abgefüllt aus. Rülps. Ich habe Bauchweh. Bitte trag mich zu meiner Mami. Mir ist so schlecht. Kein Wunder. Warum ist dem bloß schlecht? Der ist so. Der kann sich einfach nicht mehr bewegen, der Junge. Ja. Das ist aber auch schwer zu sehen, ja. Oder? Wie kommt man denn auf sowas, ey? Ja, keine Ahnung, ne? Da ist so eine Hangelkacke ja, an der Wand. Ja. Jetzt kommt ein Schnapper, ey. Jetzt! Ich hatte recht. Der kommt von unten. Ne? Der ist gemein. Der ist fies, ey. Der ist richtig gemein. Man rechnet nicht mit dem. Nee, wirklich nicht. Was ist das? Ein Knopf, Bahnhofsknopf. Ja. Die Tür öffnet sich. Ich hole den Zug her. Schaffi verwachtet erst in der Klunkerschlucht. Möchtest du von Schaffi abgeholt werden? Jo. Hab ich den zuerst gelesen? Nee, du, ne? Ich hab den bestimmt anders gelesen. Okay, wir hören auf. Das machen wir jedes Level, okay? An einer Stelle müssen wir in jedem Level die Musik nehmen. Aber im zweiten sind wir auch völlig durchgedreht, ey. Das war so übel. Das haben wir im ersten aber nicht gemacht, oder? Nee. Nein. Oh, ich glaube, da kommt der Zug. Zeit zu gehen. Ich habe den gelesen, oder? Wie habe ich den gelesen? Das ist auch keine 5 Minuten mehr. Das ist egal. Bist du gerade gesprungen? Du kannst springen in der Cutscene? Alter, ohne Scheiß. Warum kann ich das? Kannst du dich in der Cutscene bewegen? Alter, man könnte bestimmt voll glitschen, ne? Während er da reinläuft, laufe ich hier wieder raus, Alter. Ey, was? Man könnte bestimmt voll das Spiel crashen, ey. Du bist doch gerade gehört? Ja. Wie cool, ey. Probier das mal. Ja, ich habe halt auch nur aus Langeweile einfach A gedrückt, weil er da gelaufen ist. Probier das mal in jeder Cutscene. Also das Hüpfen. Oder vielleicht auch Laufen. Das weiß ich ganz sicher. Da vorne nämlich. Du hast einfach gelogen. Was lüge ich denn mal nicht? Oh Mann. Da war der Doppelsprung, ey. Und der Feuermann hat mich voll getroffen, ey. Schon wieder der Doppelsprung. Er war nicht nötig, aber wir machen ihn trotzdem. Ich mach ihn einfach, weil ich's kann. Okay, da oben ist ein Puzzle.
besser. Kazooie ist so... Ich habe ja keine Zeit. Ja, stimmt. Ich, ne, also wenn es jetzt auf Zeit wäre und du müsstest die einsammeln und die hochlaufen, dann würde ich es mit Schuhen machen, aber du brauchst die einfach nicht. Und Kazooie ist ja wirklich schnell. Ja, ich mache immer so einen Safety-Jump. Den muss man, glaube ich, auch machen, oder? Sonst wird man gehittet, ja, ne? Sonst treffen die dich auf jeden Fall. Jo, das war gut. Also es ist eigentlich nicht schwer. Ich weiß auch nicht, habe ich letztes Mal immer die Turbo-Schuhe genommen? Ich glaube schon. Und dann hast du immer hart die Kontrolle verloren. Ja. Ja, mit Kazooie kann man unendlich dieses... Also dieses Gleiten. Flattern. Flattern. So, und nun Mumbo, oder was? Jo. Ja, ich muss noch den Globo holen. Das war auch nice. Du, wegen der Cutscene. Wegen der Cutscene, ja. Welche Rolle? Wie oft benutzt man Mumbo? Dreimal. Ja, also in dem Level wird der mal öfter benötigt als einmal. Die Honigwaben liegen hier einfach im Level rum, Alter, wirklich. Die zweite, die hier einfach rumliegt. Und wo ist die dritte, weißt du die? Noch nicht. Wahrscheinlich sammle ich sie wieder irgendwann ein. Ja, weil sie wieder irgendwo weiß, wo rumliegt. Nee, ich weiß, wo die ist. Und liegt die irgendwo rum? Naja, nee. Doch, also die nicht. Ja. Ja, das ist ja immer dasselbe. Blum. Ich find's krass, dass man das nicht skippen kann. Ey, das ist so lang immer. Ich hab's gar nicht versucht gerade. Also, nee, das kann man. Das weiß ich noch, weil wir das immer wollten, aber das ging nicht. Okay. Momo hat halt immer nur in jedem Level die Aufgabe, irgendwelche Schalter zu machen. Ja, aber er macht immer einen anderen Spell. Das stimmt. Pro Level. Ein Zauberstab. Benutzt die bitte an dem Typen da. Legendary! Es ist legendary. Oh, der lebt noch. Das hat auch eine scheiß Reichweite, das Ding, Alter. Der rennt aber auch vor dir weg, ne? Warum? Weil er Angst vor dem Star hat, ne? Ja gut, wer hätte das nicht? Hoffen, das funktioniert, das sagt er auch immer wieder. Energie. Energie für das flotte Flugobjekt. Ja, woher kennt man das flotte Flugobjekt noch? Das hast du, glaube ich, gelesen, oder? Ein bisschen piepsig. Ja. Und ich glaube, das tat dir weh. Oder war das woanders? Alter, ich hab... Das wird richtig cool. Nein! Das kann ich euch versprechen, das wird richtig cool, wenn Draco das macht. Das ist wirklich echt das Schlimmste an diesem Spiel. Ohne Scheiß. Diese Kacke, ey. Ach ja. Das war der erste? Und in der Weltraumzone sind zwei. Warst du nicht gerade da? Die Weltraumzone ist doch ein Bereich, oder nicht? Und ne, das war der Eingang gerade. Ne? Ja, Eingang. Da war ja der Jinju. Energie für den Scooter-Saal. Ja, also hier castet er immer Energie für irgendwelche Sachen. Jetzt kommt auch Strom aus dieser Säule da raus. Vorher, wo ich da hochgeklettert bin, war da ja nichts. Ne? Und jetzt ist da Stimmt. Strom. Ey. An dem Kabel. Ja, genau. Da sieht man es. Star Spinner. Da haben wir auch immer gerätselt, ey. Ja, das kommen wir gleich noch. Vorhin hast du schon einen Minjo gesehen, ne?
Ja, den haben wir nicht vorgelesen, weil du gerade da geredet hast. Entschuldigung, okay, mein Fehler. Ja, genau. Du bist schuld daran. Wir können ja den nächsten, oder? Lesen, die reden gar nicht mehr. Nee. Also, es gibt eine böse Zwillingsfamilie oder sowas zu den Jinjos. Und das sind die Minjos. Die stellen sich auch ins Level hin und pfeifen und sagen, hey, ich bin ein Jinjo, rette mich. Aber wenn man näher rangeht, dann funken die und werden böse und greifen einen an. Dann hauen die dir so auf die Fresse, ey. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ja, das war's. Gerade eben ist der Globo von dir weggesprungen. Gerade eben? Echt? Ja. Ich habe nicht drauf geachtet. Das zeige ich dir gleich, wenn wir mit dem Level fertig sind. Voll cool. Habe ich nicht gewusst. Nee. Zu Benjo. Tui? Kazooie Tui. Bui. Jetzt mache ich hier den Boss, ne? Es gibt einen Boss in dem Level? Ach ja, stimmt. Ich erstmal verliere. Erstmal verlierst du zwei Leben, also drei Leben an dem. Der bringt dich gerade um, ohne es zu versuchen. Oh Mann, ey. Du hättest auch nach dem ersten Hit einfach rausgehen können. Nein. Ich hätte es nicht gekonnt, weil ich meine Ehre verteidigen musste gegen diesen Scheißtypen. Ja, das habe ich gesehen. Scheiße, ey. Ja, hier gibt's schön viele Teleporter, die kann man gut benutzen. Ja, es ist ein Großzelt hier, falls man das noch nicht gesehen hat. Was ist da drin? Ein Affe! Ein großer Affe. Erst die. Willst du den lesen? Du kannst den lesen. Erst die Eintrittskarte. Freundchen. Karten, Freundchen. Wofür brauchen wir die denn? Man benötigt vier Karten, um Gongas Großzelt zu betreten. Ohne Karten kein Eintritt. Aber wir haben vier Karten. Dann nichts wie Erde mit. Ding. Danke, schön. Dann lasse ich dich lieber rein. Du kommst gerade rechtzeitig, die Show fängt gleich an. Ich hoffe, es gibt Akrobaten und lebende Kanonen, was? Kugeln? Was glaubst du, in welcher Reihe wir sitzen? Es gibt keine Tribünen. Hier gibt es überhaupt keine Plätze. Vielleicht sollen wir uns auf diesen komischen Haufen da setzen. Eigentlich sieht das nicht sehr gemütlich aus. Also ich kann das nicht beschleunigen gerade. Weil es eine Cutscene ist? Ja. Kannst du hüpfen? Du kannst nicht. Oh je, noch mehr Eindringlinge. Ich werde euch zeigen, wer der Boss ist. Seht nur, wie groß und stark er Flecken ist. Ha, so groß bist du gar nicht. Dieser Klungo-Freak am Anfang war viel größer als du. Ach ja, und nun, wie wäre es dann damit? Schluck. Herr Flicken, aufgeblasener möchte gern, was? Ich weiß nicht, aber eigentlich müsste ich den lesen, weil du den doch jetzt bekämpfst, ne? Du hältst dich wohl für ziemlich schlau, was? Nun, ich will mich mal nicht so aufblasen. Diese Wortwitze, Schluck, schon wieder. Es riecht nach Zoff. Wenn ihr da mal versteht. Alter, der ist riesengroß, ey. Ja. Und du hast kaum noch Eier. 19. Man kann nur 25 von den Granateneiern am Anfang. Echt jetzt? Ja. Der war. Eigentlich war der drauf. Hä, treffe ich den überhaupt? Du bist zu weit weg. Jesus. Was hat der damit zu tun? Keine Ahnung, ich hasse das. Jetzt. Jawohl. Ouch! Ihr habt eine Schwachstelle entdeckt.
Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Nun müsst ihr mich aus der Luft abschießen. Der hustet immer so geil. Ja. Als wenn der Raucher husten sollte. Klingt richtig ungesund. Ey. Ja, ich habe wieder diesen tollen Move gekriegt. Aerosucher, nee. Damit kann ich in der Luft ballern. Ja, man kann nicht mehr auf dem Boden sein, weil da immer so, ja, so Fäuste aus dem Boden kommen, genau. Ja, da erst kommt so ein Maulwurfshügel und dann, wenn man da stehen bleibt, kommt eine Faust und trifft eine Bam. Deshalb muss man fliegen. Nice. Ja, der Boss kann sich manchmal ganz schön hinziehen, je nachdem wie ich halt treffe. Ne? Der hat 12 Leben, ja, es ist schon über. Das ist echt eine Menge und der wird immer kleiner, wenn man ihn trifft. Am Ende ist es halt richtig schwierig, die Teile zu erwischen. Und dann laggt das auch. Der war. Nee, war nicht. Hat glaube ich nicht gezielt. Ja, nice, Alter. Der war ohne Scheiß, oder? Der war richtig gut, ey. Richtig schön predicted und dann zack. Du hast ihn getroffen. Wo? Ich glaube am Bauch. Und in der Fresse, ey. 4 Leben noch, läuft, ey. Gerade nicht übel, ja, nicht übel. Ja, war auch nicht meckern. Aber man sieht schon, er wird sehr klein gerade. Oh, das war zu tief eingesetzt. Hätte mir vielleicht mal Leben besorgen, ja. Da kommt eine Faust. Wann sind, glaube ich, Leben? Ich glaube nicht. Doch. Wie viel hast du? 3. Scheiß drauf, oder? Ja, da sind auch keine. Tatsächlich. Ich werde dich bombardiert, ey. Ja. Junge. Nah dran. Was, das war ein Treffer? Egal. Egal, okay. Hauptsache, er verliert dieses scheiß Leben, ey. 3 Stück noch. 2 am Rücken, ey. Und den auf der Seite. Der dreht sich mit. Oh, Alter! Junge, ey, also, keine Ahnung, ne? Ist nicht übel, was du gerade ablieferst. Doch. Der war überhaupt nicht drauf. Du hast gewonnen. Alter, so schnell habe ich den, glaube ich, wirklich noch nie geschafft. Nee, glaube ich noch nie in meinem Leben, ey. Oh, das sieht übel aus. Das war schon echt gut. Jetzt schaffe ich wahrscheinlich das UFO beim ersten Mal. Haha. Wollen wir es hoffen, ey? Ja, das wäre nice. Wollen wir es hoffen? Aber ich glaube kaum, ey. Also das UFO. Wir können es ja schon mal erklären. Das UFO ist, also ich habe es zuerst gehört, der absolute letzte. So, was mache ich jetzt eigentlich? Das UFO? Nee. Das machst du ganz am Ende. Ja, ich habe noch eine andere. Das mache ich wirklich ganz am Ende. Friedehaar. Was hat er vor? Ah, ich weiß es. Du gehst ein bisschen Starspinnern. Oh ja, ich habe richtig Bock auf Starspinning. Ja, ich mache das immer gerne mit Kazooie alleine, das ist einfacher dann. Wir haben ja auch immer gerätselt, wie man am Ende auf den Planeten darauf kommt. Ja. Und wie geht das jetzt? Naja, du musst halt auf die Rotation achten, ne?
Und dann halt einen guten Jump hinlegen. Ach so, weil der sich mit deiner Laufrichtung rotiert oder was? Das ist falsch. Jetzt. Ja. Ist ja easy, ja. Ist halt voll easy, wenn das einmal, weil du musst halt nur halt gut springen, ne? Also ich habe das auch schon schlimmer hinbekommen. Mal öfter versucht, aber halt mit, wenn du das mit Banjo und Kazooie, dann musst du ZA machen und dann Kazooie und dann rutschst du da immer ab. Also mit Kazooie rutschst du halt nicht, weil du... Gar nicht mal so doof, ey. Ja. So, jetzt werde ich nochmal zum Auto.